Senioren haben das geschaffen, auf das wir heute aufbauen können. Wir müssen ihnen dankbar sein. Ich möchte für sie mehr Generationsplätze schaffen, damit sich Jung und Alt besser verbindet. Jung muss von Alt lernen können. Senioren dürfen in der Stadtgesellschaft aktiv sein. Sie müssen es einfacher haben, in der Stadt unterwegs zu sein. Wir müssen dafür Barrierefreiheit schaffen. Der bereits bestehende Seniorenbeirat sollte mehr Verantwortung übernehmen dürfen. Ja, ich habe es an einer Stelle schon gesagt, den ÖPNV anpassen auch auf die Bedürfnisse der Senioren und Senioren. Ganz wichtig ist mir aber auch, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Das machen wir ja schon, das werde ich weiter ausbauen in Zusammenarbeit mit der Polizei und mit Angeboten der Prävention für Seniorinnen und Senioren. Es gibt natürlich den Seniorenbeirat in der Stadt, da werde ich die Zusammenarbeit forcieren, auf jeden Fall. Und was mir auch am Herzen liegt, die Schaffung der Barrierefreiheit in unserer Stadt. Mitunter haben es da Senioren etwas schwierig, das muss noch besser werden. Und ich möchte natürlich für Senioren bezahlbaren und auch seniorenfreundlichen Wohnraum haben. Dafür werde ich mich einsetzen. Für die Senioren der Stadt, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir generationsübergreifendes Wohnen und Leben möglich machen. Das heißt, gemeinsame Projekte initiieren, Gartenprojekte, Kulturprojekte. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass die Versorgung, die pflegerische Versorgung, Grundversorgung sichergestellt werden muss, wenn es zu Krankheitsfällen oder Pflegefällen kommt, dass nicht allein die Angehörigen das alles schultern müssen, sondern dass es ein Netzwerk gibt aus professionellen Dienstleistern und der Stadt und den Angehörigen, um, wie gesagt, die Versorgung möglichst mit hoher Lebensqualität bis ans Lebensende zu gestalten. Die erfahrenen Cottbusinnen und Cottbusser wissen, was zu tun ist und was passieren muss in unserer Stadt. Sie müssen sich sicher fühlen. Auch das Mobilitätskonzept muss umgesetzt werden. Die Cottbusinnen und Cottbusser werden, Gott sei Dank, immer älter. Sie werden vielleicht nicht mehr mit dem Auto und mit dem Fahrrad fahren. Sie möchten dann natürlich auch eine verlässliche Straßenbahn. Sie möchten auch Busse und Einstiegsmöglichkeiten, die ihnen helfen. Wir brauchen sichere und saubere Radwege und Fußwege. Unsere Senioren müssen wir in viele Projekte viel stärker einbinden, denn sie haben einen riesen Erfahrungsschatz und sind bereit, etwas für ihre Stadt Cottbus zu tun. Eine verbesserte Infrastruktur, eine Fachkräfteförderung im Gesundheitssektor und natürlich die Sicherheit hier in Cottbus würden unseren Senioren zugutekommen. Für mich ist klar, familiengerecht ist gleich altersgerecht. Dort, wo ich mit einem Kinderwagen gut hinkomme, da komme ich mit dem Rollator in der Regel auch gut hin. Deswegen ist es wichtig, das nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zusammenzudenken. Wir brauchen viel mehr Generationenaustausch, viel mehr Angebote, die gefördert werden müssen zwischen genau diesen Generationen, zwischen jungen Familien, zwischen Kindern und auch gerne Seniorenheimen. Auch die Familienzentren spielen da eine wichtige Rolle, die eben nicht nur für junge Familien gedacht sind, sondern für alle Generationen, auch gerade insbesondere für Seniorinnen und Senioren. Aber auch die Stärkung des ÖPNV, dass man von Maiberg, von Döbrig, von Kahren überhaupt ohne eigenes Auto und Fahrrad die Innenstadt komfortabel jederzeit besuchen kann und wieder zurückfahren kann, ist wichtig. Das kann man mit modernen Mobilitätsangeboten schaffen, wie zum Beispiel Bus-Shuttles, die autonom fahren und die ich gerne einführen möchte. Im wohlverdienten Ruhestand sollen unsere Cottbusserinnen und Cottbusser natürlich mit diversen Freizeitangeboten ausgestattet sein. Sie sollen aktiv bleiben können, sie sollen auch eingebunden werden. Gerade ältere Menschen können auch jüngere Menschen in ihrem Arbeitsleben, aber auch in ihrem Sozialleben unterstützen. Hierbei heißt es für mich als Oberbürgermeister, derartige Dinge zu befördern, Plattformen zu schaffen. Ich will auch auf besseres, altersgerechtes Wohnen setzen. Hierbei will ich die Unternehmer und die Eigentümer unterstützen, neue Bauprojekte in die Welt zu setzen bzw. neue Einrichtungsmodelle zu konzipieren.